Einfach nochmal herzlich willkommen von mir. Schön, dass ihr da seid. Es geht bei Gott immer um unser Herz. Und das ist heute auch mein Thema. Er hat mir das auch so ins Herz gelegt als Thema. Und ich denke, es ist immer zentral wichtig. Christen finden immer zur ersten Liebe zurück. Ja, wenn sie dann echte Christen sind. Dass sie immer ihr Herz wieder wenden, wenn sie vielleicht mal etwas lau geworden sind oder wenn sie Gott nicht mehr so gesucht haben in ihrem Leben, dass sie immer wieder zurückfinden, ja? Und ein Untertitel vielleicht, Gott gibt seinen Kindern gerne eine zweite Chance. Und das sehen wir uns auch in diesem Beispiel von Petrus an. Lauheit und Gleichgültigkeit soll in eine positive Leidenschaft verändert werden. Und das, denke ich, wünscht sich Gott auch so. Und das wollen wir uns von der Gemeinde Laodicea ansehen. Ach, als warnendes Beispiel. In diesen Sendschreiben in der Offenbarung Kapitel 2 und 3 finden wir ja so interessante Aspekte, wie Gott sich Gemeinde vorstellt, wie Gott sich auch die Herzen der Gotteskinder vorstellt. So sagt er zum Beispiel an die Gemeinde in Ephesus, Kapitel 2, 4 und 5. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter verstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Das ist ein ernstes Wort. Und das zeigt uns auch so, dass Gott in unserem Leben die erste Liebe sucht. Ja, er will den ersten Platz, er gibt sich nicht mit dem zweiten, dritten oder fünften Platz zufrieden. Er will den ersten Platz in unserem Herzen. Denn wir haben auch einen eifernden Gott, ja, oder einen eifersüchtigen Gott, der absolut den ersten Platz will. Und diesen Anspruch untermauert uns die Bibel. Wenn wir da reingehen, dann erkennen wir das. Aber es gibt immer wieder die Gefahr, dass unsere Liebe, die vielleicht am Anfang, wie wir angefangen haben, mit Gott zu gehen, wie wir Jesus in unser Herz gelassen haben, wie wir ihm unser Leben gegeben haben, da hat unser Herz für ihn gebrannt. Wir waren vielleicht leidenschaftlich, aber dann kam vielleicht etwas in unser Leben hinein, durch Enttäuschungen, vielleicht durch nicht beantwortete Gebete, nicht erfüllte Erwartungen, oder menschliches Versagen. Vielleicht haben auch Christen dich enttäuscht. Und dadurch ist deine Leidenschaft zu Gott erkaltet. Ja? Dein Gebet ist nicht mehr so, dass du dir viel Zeit nimmst fürs Gebet. Du hast keine Lust mehr am Wort Gottes. Ja, vielleicht lässt du es einfach in der Ecke liegen oder im Regal. Habe ich damals gelesen, reicht. Aber bei Gott gibt es immer wieder einen Weg zurück. Wenn wir hier lesen in Lukas 10, 27, finden wir öfters eben in der Bibel, auch in Markus 12, 29 bis 31, wo Jesus von dem höchsten Gebot spricht. Und da zitiert er auch 5. Mose 6, 4 und 5. Das finden wir immer wieder in der Bibel. Ja? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte. Und daraus deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, und das ist das höchste Gebot. Und hier drückt sich schon aus, dass Gott in unserem Leben eine leidenschaftliche Liebe sucht. Ja? Und darum sollen wir immer wieder zu dieser leidenschaftlichen Liebe hindurch sprechen. Okay? Ja? Dieses 2. Thessalonicher 3, Vers 5, hier drückt Paulus als leidenschaftlicher Hirte der Gemeinde, betet er gerade für dieses Problem, ja, dass die Herzen erkalten, ja, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt und wir standhaft im Glauben bleiben. Ja. Wir beten zum Herrn, sagt er, dass die Liebe zu Gott euer Leben bestimmt und dass ihr standhaft im Glauben an Christus bleibt. Ja. Unser Glaube ist umkämpft. Und ich denke, da gibt es jemanden, hat jemand Interesse daran, dass wir unseren Glauben verlieren. Und dass wir unser Vertrauen zu Gott verlieren. Darum ist es immer wieder wichtig, dass wir
zurückfinden zur ersten Liebe. Ja? In Lukas 22, 31 bis 34 sagt Jesus interessante Worte an Petrus. Ja? Diese brannten nach der Kreuzigung Jesu bestimmt auch in dem Herzen von Petrus. Er hat sich bestimmt daran erinnert, was Jesus ihm da gesagt hatte. Ja? Er sagte hier, also schon vorher, bevor Jesus ans Kreuz ging, sagt er zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieden wie Weizen. Und das ist genau der Job, den der Satan macht. Er versucht, die Christen zu sieden wie Weizen. Ja? Dass sie ihren Glauben verlieren und dass sie ihr Vertrauen an Gott verlieren. Dann sagt Jesus weiter, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke meine Brüder. Und Petrus antwortet, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also Petrus war schon ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus. Er liebte ihn sehr und er hatte auch die gute Absicht. Das wird ihm keiner abstreiten, ja? Dass er diese Absicht hatte, für Jesus ins Gefängnis zu gehen oder auch in den Tod zu gehen. Aber Jesus wusste, ja, Petrus, du hast ja gute Absichten, ja? Du hast einen starken Willen. Aber dann sagt Jesus zu Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal verleugnest, ja? Oder dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst, okay? Ja? Das waren interessante Worte, ja? Wir wissen darum, ja? Petrus hatte, als es wirklich eng wurde, ja? Aber wir müssen uns auch fragen, wie wird es einmal sein, wenn unser Glaube richtig was kostet? Wenn unser Glaube richtig was kostet oder wir mal verfolgt werden des Glaubens wegen, weil wir so an Jesus festhalten. Wie stehen wir denn da? Ja, soll also keiner sagen, das habe ich auf der Reihe, das kriege ich auf die Reihe. Das, ja, da muss man in der Situation drinstecken, um sagen zu können, da stehe ich zu ihm. Ja? Wir sehen hier dieses Bild, drückt diese Bedrängnis aus, die Petrus hatte. Ja? Die Petrus hatte, als er von den Menschen auch bedrängt wurde, und sie ihn fragten, ob er zu Jesus gehört. Aber er hat ihn hier wirklich dreimal verleugnet, damit er nicht gefangen genommen wurde oder von den Menschen ins Gefängnis geworfen wurde. Ja? Aber Petrus, ein ganz bestimmter Charakter, ja, irgendwo war er immer Wortführer. Ja? Manchmal denkt man, das ist immer das Großmaul, der vorne rausgeht. Ja? Er war das Sprachrohr. Aber er war wirklich auch sehr leidenschaftlich in seiner Liebe zu Jesus. Ja? Wenn es darum geht, Jesus zu folgen, dann war er der erste Mann. Ja? Und ihr kennt auch die Situation, wenn es darum ging, Jesus um Wasser entgegenzugehen, Petrus war bereit, den Schritt aus dem Boot zu machen und aus dem Wasser zu gehen. Er konnte auf dem Wasser gehen, ja? Wie Jesus auch. Als er dann um sich schaut und die Umstände sagt, fing er an zu sinken. Aber Jesus nahm ihn wieder hervor. Er nahm ihn wieder heraus. Ja? Also was war hier seine Enttäuschung? Okay, gehen wir weiter. Ja? Interessant. Was macht er nach der Kreuzigung? Er hat ihn jetzt hier in Gethsemane mit Jesus dabei. Jesus sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit euch wachen, wenn es darum geht, und zu beten und diesen Leidenskampf, den Jesus hatte, ja, mitzukämpfen, auch im Gebet standhaft zu bleiben. Ja? Dann kam die Gefangennahme Jesu und dann wird es richtig heiß und er verleugnete ihn dreimal. Dann kam die Kreuzigung. Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Vielleicht hat er das nicht richtig verstanden, denn Jesus hat sie doch darauf vorbereitet. Irgendwie war eine Enttäuschung in ihren Herzen, auch von den anderen Jüngern. Also was machte er? Er geht fischen. Er geht wieder zurück in sein altes Leben. Ja, und viele Jünger gehen mit ihm. Ja?
Dann kommt eine interessante Situation. Nach dieser Kreuzigung, die Jünger fischen des Nachts und fangen nichts. Ja? Und da steht jemand draußen am Ufer und ruft ihnen zu. Ja? Habt ihr nichts gefangen? Ja? Nein, sagt Jesus zu ihnen. Sie haben nicht gleich erkannt, aber nachher haben sie gewusst, es ist der Herr. Werft die Netze zur Rechten aus. Und es war ein volles Netz, ja. Wir lesen da in unserer Bibel, in Johannes 21, ja, da war das Netz einmal rappelvoll. Und es waren 153 Fische, die sie gefangen hatten. Das war einfach ein gutes Frühstück, ja. Und Petrus erkannte den Herrn, ja. Er riss sich denn sein Obergemach oder zog es an und warf sich ins Wasser und schwamm Jesus entgegen, weil er den Herrn erkannte, ja. Und das war eine interessante Situation, ja. Also jetzt lesen wir hier, Jesus kam, er stand hier am Ufer, hat schon Feuer gemacht für die Jungs, ja. Und Petrus kam ihm entgegen. Ja, also Jesus machte ihnen ein Frühstück, auch mit diesen 150 Fischen. Ja, also mal ein paar auf den Grill gelegt, ja, aufs Holz gelegt und gebraten. Ja. Und dann stellte Jesus also diesem Petrus eine interessante Frage, die uns sehr zu denken gibt. Ja, die uns sehr zu denken gibt. Er stellte ihm dreimal die Frage, liebst du mich? Wenn wir das mal so lesen hier in Johannes 21, 15 bis 17, nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Petrus sagte, ja Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sagte Jesus wieder, dann sorge für meine Lämmer. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ein zweites Mal. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus. Noch einmal, da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Andere Übersetzung, weide meine Lämmer. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Okay? Dann sorge für meine Schafe, ja? Kümmere dich um meine Kinder, ja? Dieses Bild drückt das so ein bisschen aus, dieses Frühstück mit Jesus, ja, wo er das Feuer gemacht hat und sie durften wieder Gemeinschaft haben mit ihm. Der Auferstandene, er war am Kreuz, er ist 3 Tage im Grab gewesen und er ist auferstanden. Und er ist da, glaube ich, das dritte Mal seinen Jüngern erschienen. Ja. Und dann stellte er diesem Petrus 3-mal die Frage, liebst du mich? 3-mal hat er ihn verleugnet, was Jesus ihm auch vorher gesagt hat. Und 3-mal stellte er ihm die Frage, liebst du mich? Und ich glaube, diese Frage stellt Jesus uns auch. Liebst du mich? Ja? Liebst du mich wirklich? Ja? Dann weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Was heißt das? Okay? Was heißt das, seine Lämmer zu weiden? Ja, Jesus gibt uns einen klaren Missionsbefehl. Ich verstehe die Menschen nicht, die einfach nur immer Jesus lieben, aber sie tun nichts für ihn. Ja? Sie setzen sich auch nicht für die Gemeinde ein. Sie lieben Jesus für sich allein, ja? Aber sie tun nicht das, was er uns aufgetragen hat. Und da zweifle ich sehr an einer echten Liebe. Denn Jesus, wenn wir Jesus lieben, dann tun wir, was er uns aufgetragen hat. Dann ist das uns ein Befehl, dann ist das uns wichtig, dann ist das uns ein Anliegen, weil es ihm ein Anliegen ist. Ja?
Die Jüngerschaft, die war ihm ein Anliegen. Egal, wer deine Freunde sind, Jesu Freunde waren Jünger. Ja? Darum ist es einfach wichtig, dass wir Jünger und Jüngerinnen sind, die auch bereit sind, andere zu Jüngern zu machen. Das ist uns ein Herzensanliegen, das muss uns wichtig sein. Jesus, kurz bevor er in den Himmel fuhr, sagte das nochmal, trichtete er das wieder seinen Jüngern ein. Da ging Jesus aber auf seinen Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Und dann kommt diese starke Verheißung: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltenende, bis ich euch in den Himmel hochhole. Aber jetzt, wenn ihr mich liebt, zeigt darin, dass ihr bereit seid, auch andere zu Jüngern zu machen. Dass ihr in die Gemeinde geht und die Gemeinde unterstützt und euren Teil dazu beitragt, dass die Gemeinde Wachstum erfährt, dass Menschen hinzukommen und dass sie in einem Wachstumsprozess der Jüngerschaft hineinkommen. Das ist Gemeinde und das ist der Herzschlag Jesu, okay? Das müssen wir einfach erkennen, das gehört zur ersten Liebe dazu, dass man da zurückkommt, ja? Jetzt schauen wir uns mal diese Gemeinde in Laodicea. Ja, die 7 Sendschreiben und die Gemeinde, und eine Gemeinde war die Gemeinde Laodicea. Und das ist ganz interessant, wie diese Gemeinde auch von Jesus beschrieben wird, ja? Der Brief an die Gemeinde Laodicea. Wir lesen das in Offenbarung 3, 14 bis 22. Und an dieser Gemeinde hatte Gott auszusetzen, dass sie lau wurde, dass ihre Liebe erkaltete. Ja, wenn wir das so lesen, ich lese es mal vor. Ab Vers 14, Offenbarung Kapitel 3. An den Engel der Gemeinden in Laodicea schreibe: Dies sagt der, der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Jesus weiß auch alles, wie wir im Herzen eingestellt sind. Er kennt unsere Motive, unsere Ziele, unsere Absichten, warum wir was tun. Ja? Und so weiß er auch über die Gemeinden alles. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ja? Ach, wärst du nur das eine oder das andere. Aber du bist lau. Und deshalb werde ich dich aus meinem Munde spucken. Oder aus meinem Munde speien, sagt die Luther-Übersetzung, ja. Und das ist wirklich so, wenn jemand so diese Lauheit hat, dann glaube ich, gehört man nicht zu der Braut Jesu, ja. Weil Jesus sucht sich eine leidenschaftliche Braut. Also ich würde auch nicht eine Frau heiraten, die mich nicht wirklich liebt. Diesen Schritt hätte ich niemals gemacht, ja. Und auch in der Ehe, wie im richtigen Leben, muss man aufpassen, dass die Liebe nicht erkaltet. Dass man immer wieder zur ersten Liebe zurückfindet. Ja? Zur ersten Liebe, wo die Schmetterlinge noch im Bauch waren und alles war Sonnenschein und wunderbar. Ja? Aber nach 32 Jahren Ehe, da sind wir jetzt verheiratet, da muss man immer gucken, dass man wieder zurückkommt. Da muss man ein bisschen Holz nachlegen, dass wieder das Feuer ins Brennen kommt. Und so ist es auch mit Gott, ja. Jetzt lesen wir hier weiter, Offenbarung 3, Vers 17, von dieser Gefahr der geistlichen Sattheit. Ja, das drückt hier Jesus aus, diese Gefahr der geistlichen Sattheit oder der Gleichgültigkeit. Und das kann uns auch als Gemeinde treffen. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen. Um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich. Und nur von mir kannst du es bekommen.
lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Also das ist ganz interessant, ja? Man meint, man hält ja alles im Glauben, ich habe ja alles schon erlebt mit Gott, ja? So viele Dinge mit ihm erlebt, so vieles schon gesehen, ja? Und dann ist die Gefahr, dass man so langsam zurückfährt, ja? So langsam zurückfährt, auch vielleicht mit dem Eifer, mit dem man in Bibelstunden gegangen ist. Man lässt die es einfach mal so nach und nach, geht nur noch in den Gottesdienst. Und so erkaltet dann nach und nach die Liebe. Man lässt nach im Gebet, man lässt nach im Bibellesen. Ja, das Herz, wo früher brannte, wenn man in der Bibel liest, brennt jetzt nicht mehr so, weil unsere Liebe, unsere Einstellung nicht mehr stimmt. Und das ist die Gefahr dieser geistlichen Sattheit. Ja? Man meint, man hätte noch alles, aber man steht eigentlich nackt und jämmerlich vor ihm. Das ist eine Riesengefahr, ihr Lieben. Wir müssen immer gucken, dass unser Herz bewahrt wird. Ja, mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ja, Sprüche 4,23. Und dass wir immer in unserer Leidenschaft zu Gott brennend bleiben. Okay, lesen wir weiter in Vers 19 bis 22. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Merkst du es denn nicht? Ja? Die Gott liebt, die erzieht er. Das ist wie im richtigen Leben. Wenn du dein Kind liebst, dann erziehst du es. Dann willst du nicht, dass es zum Ferkel wird oder unanständig wird. Du willst, dass das Kind erzogen wird. Ebenso tut es unser himmlischer Papa. Er will, dass wir erzogen werden durch sein Wort, durch seine Wahrheiten. Er gibt uns Korrektur. Ja? Und das ist positiv und gut. Das dürfen wir zulassen, das müssen wir zulassen, damit wir geistlichen Wachstum erfahren. Noch stehe ich vor der Tür, das ist diese bekannten Worte, und klopfe an. Jesus steht vor jeder Herzenstür und er klopft an. Aber wir müssen unsere Herzen aufmachen. Ja? Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Ja? Wie schön, wenn unser Glaube lebendig wird. Wenn unser Glaube nicht nur oberflächlich oder nur religiös ist, sondern wenn der Herr hineinkommt und Gemeinschaft mit uns hat. Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Ja, seine Liebe fließt in unsere Herzen und wir bekommen dadurch eine Herrlichkeit und eine Schönheit. Es gibt dann nichts Schöneres, als diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wer kennt das? In seiner Gegenwart zu sein, im Gebet, im Wort zu sein, seine Herrlichkeit zu haben, seine Schönheit. Das sind die schönsten Momente im Leben, wenn du das schon entdeckt hast. Wenn nicht, dann darfst du es noch entdecken. Wenn Jesus kommt und dein Leben erfüllt, dein Vakuum im Herzen ausfüllt, das ist wunderbar. Wer durchhält, hier spricht er von Überwindung, wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. So wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, der soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Interessantes Wort, was er hier an die Gemeinde von Laodicea richtet. Ja? Und das ist auch indirekt, richtet er das an jeden Christen. Und da können wir uns prüfen, wie stehe ich da? Wie weit gebe ich in meinem Herzen Gott Raum? Wie weit lasse ich ihn zu? Wie weit ist mein Gebetsleben lebendig? Ist es nur so eine Morgenandacht, wo ich mein 5-Minuten-Gebet mache und dann hat es sich für den Tag? Ist ja schön, wenn du deine Morgensandacht machst, aber bleib doch bitte den Tag über mit ihm verbunden.
Und habe immer wieder gebetet. Also für mich ist Gebet nicht morgens so ein kurzes Gebet, sondern den ganzen Tag über mit ihm verbunden zu bleiben. Den ganzen Tag über mit ihm kurze Gebete, Connection zu haben, Kommunikation, wo er auch in mein Herz reden kann. Immer verbunden zu sein. Das ist die Braut, die Jesus liebt. Die immer mit ihm verbunden ist. Die nicht nur jetzt ein Zeitchen oder jetzt beim Gottesdienst, jetzt ist es nochmal gut. Jetzt habe ich mein gemacht. Es ist nochmal gut für Haut, ne? Für Moor. Jetzt laufe ich nochmal wie immer. Jetzt laufe ich nochmal Fleisch. Am Mittwoch haben wir in der Bibelstunde darüber gesprochen, dass wir nicht mehr sollen im Fleisch wandeln, in unserer egoistischen Natur, sondern dass wir lernen dürfen, im Geist zu wandeln. Und das ständig, stetig. Ja? Das ist ja die Frucht des Fleisches, welche da alles so Unarten sind, die Sünde sind und die wollen wir nicht haben, sondern wir wollen die Frucht des Geistes haben, die auch die gute Frucht für Gott bringt. Ja? Und da müssen wir auch bereit sein, unser Ego zu kreuzigen und bereit sein, im Geist zu wandeln. Und das hat sehr viel mit deinem Gebetsleben zu tun. Und mit dem, wie du das Wort Gottes achtest. Okay? Das ist so wichtig, ja? Dass wir das wollen und damit wir das suchen. Gebet ist entscheidend. Ein Christ ohne Gebet ist ein Christ ohne Kraft. Wo soll die geistliche Power herkommen? Wo soll das Feuer der ersten Liebe herkommen? Ja? Ein guter Gedanke über Gebet ist, wer den Wert des Gebetes nicht zu schätzen weiß, wird auch den Wert der Segnungen nicht zu schätzen wissen. Ja? Also wenn du nicht weißt, dass du aller Segen von ihm erwartest, dass er den Segen in dein Leben fließt, damit du auch zum Segen für andere wirst. Ja? Damit die Verheißungen Gottes, seine Segnungen in dein Leben kommen. Ja, aber dazu braucht es auch diese Zweisamkeit, diese Intimität mit Gott. Und Jesus suchte diese Zeit mit seinem Vater immer und überall. Er zog sich immer zurück und hatte Gebete mit seinem Vater, Kommunikation. Er nahm sich Weisung ab, er tat nichts, ohne dass er vorher den Vater im Gebet kontaktiert hat. Und da war er uns ein großes Vorbild, okay? Und er will, dass wir es auch tun. Also dein Gebetsleben ist entscheidend. Und du musst dich dafür entscheiden, wirklich auch dich ihm hinzugeben. Als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Römer 12, 1 und 2 sagt uns, ja, da ist einfach mal die Hoffnung für alle Übersetzung, die drückt es auch ganz gut aus. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Ihr habt erfahren, Jesus hat für euch bezahlt. Er hat auf Golgatha alles gegeben für uns. Ja, wir begreifen diese unbegreifliche Liebe. Wir erfassen es für uns, ja. Ihr habt seine Barmherzigkeit, da fordere ich euch auf. Liebe Brüder und Schwestern, ja, da sind Schwestern dabei, in der Hoffnung für alle, ja. Euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ja? Also, das ist die angemessene Antwort. Wenn ich mein Leben hingebe als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, ja, das ist die Antwort. Ja, dass auch diese Liebe zu ihm wieder entfachen kann. Jesus, ich gebe mich dir hin. Manchmal ist es ein großes Problem. Christen legen sich auf den Altar. Ich gebe dir alles, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir alles, was ich bin. Und dann 14 Tage später rutschen sie wieder runter vom Altar und leben wieder ihr eigenes Ding. Ja, leben immer, wie sie immer gelebt haben. Gott, ja, du wirst mich segnen, ja, aber ich mache mein Ding, ne, meine Karriere, ne, mein Ding, ne, und das alles ist wichtig. Ja, man fragt gar nicht, Gott, was willst du? Was hast du für Pläne für mein Leben? Was willst du, dass ich in meinem Leben für dich tun kann? Ich will ein Opfer für dich sein. Ein lebendiges. Kein Todesopfer, kein Schlachtopfer. Ja, Schlachtopfer war Jesus ja. Er hat ja sein Opfer gebracht für uns, ja, damit wir überhaupt Zugang zum Vater haben. Ein heiliges Opfer, das heißt auch, dass ich abgesondert bin für Gott, ausgesondert
und dass ich anfange, der Heiligung nachzujagen. Das ist eine wichtige Sache und das muss ich wirklich auch durch die Hilfe des Heiligen Geistes wollen. Dann lesen wir weiter in Vers 2, okay? Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das ist die große Gefahr. Man passt sich so gerne an, seinen Freunden und seinen Bekannten, wie es die machen. Man passt sich denen an. Mit wem du Gemeinschaft hast, denen wirst du dich anpassen. Wer deine Freunde sind, denen wirst du dich anpassen. Mit denen du Zeit verbringst, denen wirst du dich anpassen. Und Paulus warnt davor, ja, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ja? Wenn nur diese Bereitschaft da ist, ich will, dass Gottes Wahrheiten in mein Leben kommen, ich will sie lesen, ich will sie studieren und ich will sie tun, mit all meinem Fleiß. Und nur wenn ich das Wort Gottes kenne, kann ich auch prüfen, was Gottes Wille ist. Darum ist es so wichtig, dass man Gottes Wort hört, es liest, darüber nachsinnt und es dann in sein Leben packt. Nur dann ist man Gott wohlgefälliges Opfer. Nur dann legt man ein Holz nach, damit das Feuer ins Brennen kommt. Warum brennt das Feuer nicht so? Warum ist unsere Leidenschaft erkaltet? Weil die Dinge dieser Welt oftmals Vorrang haben. Ja, oftmals laufen unsere Fernsehkisten stundenlang, aber wir haben keine 10 Minuten Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Wo soll dann die Liebe entfachen zu Jesus? Daran zeigt es sich, ob wir Gott wirklich lieben. Suche Gottes Willen. Ja? Sei bereit, Gedanken, die Gott nicht gefallen, zu ersetzen. Handlungen in deinem Leben, die Gott nicht gefallen, zu ersetzen. Okay? Es ist wichtig, ja? Das Wort Gottes muss in unserem Leben Raum haben. Das Wort Gottes gibt uns Lebenshilfe. Es gibt uns Lebensorientierung. Das Wort Gottes ist das Geländer für unser Leben. Ja? Wie ein Schutzgeländer. Ja? Es gibt uns Schutz und Bewahrung, 2. Timotheus 3,16. Die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir Gott vor Gott bestehen können. Ja? Dass wir vor Gott bestehen können. Eine Leidenschaft für sein Wort. Ja? Sein Wort ist auch, das sind auch Holzscheite, die wir ins Feuer werfen, damit unsere Liebe zu dem Herrn wieder ins Brennen kommt. Das Wort Gottes. Wenn die Liebe zum Wort Gottes erkaltet, erkaltet auch die Leidenschaft für Jesus, okay? Das ist vielleicht ein ermahnendes Wort, aber der Herr hat es mir so gegeben und so gebe ich es weiter, ja? Hier ist jetzt ein interessanter Gedanke, den Mahatma Gandhi, dieser liebevolle Mensch, der die Inder geführt hat, total gewaltfrei. Ja, aber von den Christen war er enttäuscht. Und das ist so schade, dass wir so ein fähiger Christ gewesen. Ja? Aber er hat erkannt, was das Wort Gottes ist. Der Mahatma Gandhi hat es erkannt. Ja? Er sagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen. Die Welt auf den Kopf zu stellen, diese kriegszerrissene Welt den Frieden zu bringen. Das Wort Gottes hat es in sich, ja? Aber ihr geht damit um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Interessant, wie Gandhi darüber denkt. Das Wort Gottes hat Power, es ist Kraft wie ein Feuer, das Felsen zerschmeißt. Das Wort Gottes ist schärfer wie jedes zweischneidige Schwert. Es scheidet Geist, Seele, Mark und Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Sinnen des Herzens. Und das Wort Gottes hat Power, unsere Liebe zum Herrn zu entfachen. Und die Wahrheit muss wieder den Menschen gesagt werden. Die haben viele Meinungen. Wir haben eine Zeit, wo in voller Informationsinflation ist. Es wird so viel Informationen von den Medien weitergegeben, Fernsehen,
Computer, alles, aber so wenig Wahrheit. So wenig Wahrheit des Wortes Gottes. Darum müssen wir wieder das Wort Gottes achten und schätzen lernen, okay? Ja, das ist wirklich so, ihr Lieben. Zeit hat man nicht, die nimmt man sich für das, was einem wichtig ist. Sag mir nicht, du hast keine Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Ja, es wird uns wohl nicht so wichtig sein, wenn wir es nicht lesen. Denn wir haben noch Zeit für zu entspannen vor der Fernsehkiste oder sonst was zu machen, unseren Hobbys nachzugehen. Ja, aber dieses gute Wort Gottes nehmen wir so selten. Und das ist traurig, ja. Wenn es uns wirklich wichtig wäre, würden wir uns Zeit einräumen. Ich habe mir also wirklich, ich bin früher auf die Arbeit gegangen und hatte einen Job gehabt im Bergbau. Aber ich habe das Wort Gottes gelesen, auf dem Weg zur Arbeit, ja. Ich habe eine kleine Bibel bei mir unter Tage gehabt, ja. Über 1000 Meter in der Erde. In den Pausen habe ich das Wort Gottes gelesen. Ich kam heim, oder ich bin im Bus, habe ich Wort Gottes gelesen. Ich kam heim, habe noch Wort Gottes gelesen. Weil dieses Wort mich so entfacht hat. Weil es mich so begeistert hat. Es war der Heilige Geist, der mir diese Lichter angingen. Stimmt, stimmt, wahr, wahr, wahr. Lüge, weg, weg, weg. Lüge rausgerissen aus meinem Denken. Ersetzt mit der Wahrheit Gottes. Aber da war eine Leidenschaft. Und die wünsche ich mir auch heute noch mal mehr. Bei mir geht auch die Leidenschaft manchmal verloren. Die Liebe geht auch manchmal bei mir verloren. Es ist nicht so, dass ich über allem stehe, aber ich muss immer wieder zurückkommen, dass ich die Leidenschaft zurückgewinne. Okay, dieses Zeitfenster ist ein guter Gedanke. Ja? Epheser 5, 15 bis 17 sagt es uns auch. Ja? So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ja? Gerade heute, ist es, die Zeit ist einfach, die ist gottloser mehr denn je. Und wir sind in unserem Land einfach, wo die Moral in den Keller geht. Die Sünde wird einfach für normal gesehen und wird propagiert. Und da müssen wir aufpassen, damit wir da nicht mitmachen, ja? Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Unsere Gesellschaft kann sich so viel verändern. Die verändert sich ja so schnell vor unseren Augen. Alles wird mit der Technik immer fortgeschrittener, durch Medien, Computer. Alles ist möglich. Wenn unsere Großeltern zurückkämen, die würden sagen, was ist denn hier los? Ja? Die Kinder sitzen immer vor dem Computer, ja, und spielen ihre Spiele und hängen nur rum. Was ist denn hier los? Man sieht keine mehr auf der Straße. Was ist denn hier los? Du schwätzt gerne mit meinem Nachbar. Was ist denn hier los? So kann ich mir das vorstellen. Wie ich, meine Großeltern, die haben auf der Straße, auf der Bänken gesessen. Die sind, da war kein Haustier zugesperrt. Die sind da reingegangen bei dem Nachbar, der ist bei uns reingekommen. War normal. In welcher Zeit leben wir? Ja? Darum werdet nicht unverständlich, lasst euch Weisheit von Gott schenken, aber kauft die Zeit aus. Sinnvoll die Zeit verbringen, okay? Ja, und damit bin ich schon fast zum Schluss. Ein Gedanken noch zu dieser ersten Liebe. Das ist ein krasses Bild, ja, aber es ist Abraham und Isaak. Abraham und Isaak, ja. Und es heißt in diesem Zusammenhang, auch im 1. Mose, dass Abraham seinen Sohn Isaak sehr liebt, den er sehr liebte und er sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Ja? Er hat ja lange darauf gewartet mit seiner Sarah, bis er der verheißene Sohn bekam. Aus der Ungeduld hat er mit der Magd noch den Ismael gezeugt. Ja? Aber da war etwas vielleicht in seinem Herzen, das vielleicht mehr Raum bekommen hatte gegenüber Gott. Er war ja ein besonderer Freund Gottes, Abraham. Ja? Er hat einen ganz engen Kontakt mit Gott gehabt und er hat mit ihm kommuniziert und er hat ihm vertraut, fast blind vertraut. Ja? Und dann irgendwann war vielleicht in seinem Herzen eine Situation, wo diese Liebe zu diesem Isaak vielleicht größer wurde wie die zu Gott. Vielleicht. Ja? Und dann sagte Gott, geh hin und opfere deinen Sohn Isaak. Vielleicht war das eine individuelle Prüfung,
die Gott nur diesem Abraham auferlegen konnte. Weil er wusste, wie sehr er ihn eigentlich liebte. Ja? Aber es war eine Prüfung. Du, bist du bereit, dein Liebstes da, deinen Sohn zu opfern für mich? Bin ich deine erste Liebe? Abraham war auch hier gehorsam. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Er hat ihn schon da liegen. War bereit, ihn zu töten und ihn zu opfern für Gott. Da kam der Engel, 1. Mose 22,11, der Engel des Herrn, tu ihm nichts. Ja? Gott hat gemerkt, du bist bereit, ihn zu opfern. Ja? Tu ihm nichts. Dann hat er auch für das Opfer gesorgt und Göttchen, der sich da verhangen hatte, den hat er dann geopfert und sein Isaak durfte leben. Ja? Also hier Hebräer 11, Vers 8, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Er hatte absolutes Vertrauen in Gott. Er hatte absolutes Vertrauen und seine erste Liebe durfte er auch immer wieder zurückgewinnen. Ja, ich habe ja auch gesagt, bei Gott gibt es eine zweite Chance. Ja? Petrus bekam eine zweite Chance, obwohl er Jesus dreimal verleugnet hatte. Auch dieser Abraham kam eine zweite Chance in der Liebe zu Gott. Aber wir müssen immer wieder zurückfinden zu dieser ersten Liebe, okay? Wir müssen immer wieder zurückfinden zu dieser ersten Liebe. Und darum, lasst uns einfach immer achtsam sein. Wo stehen wir im Glauben? Prüft euren Glauben. Ja, wir werden herausgefordert, da wirklich uns zu prüfen. Prüfe dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Darf ich uns beten, aufzustehen? Ja. Also, lasst uns diese Beispiele der Bibel erkennen. Ja. Gott ist ein barmherziger Gott. Aber er ist auch ein eifender Gott. Und er will nicht den 7., 8. Platz in unserem Leben. Er will den 1. Platz in unserem Leben. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft und all deiner Leidenschaft. Ja? Und ich will uns auch fragen, bist du bereit, auch immer diese erste Liebe neu zu suchen? Dann heb bitte deine Hand. Dankeschön. Der Herr hat es gesehen. Und wenn dieses Handzeichen mit deiner Bereitschaft, Gott neu zu suchen und ihn neu auch im Gebet zu suchen und ihn neu in seinem Wort zu suchen und seine Freundschaft mit ihm zu vertiefen, wenn das Resultat ist, dann ist es gut. Ja? Darum will ich beten. Ich darf dem Herzen mitbeten. Vater im Himmel, ich bitte dich so, dass wir, wenn wir unseren Herzen lau geworden sind, vielleicht durch Enttäuschungen, durch nicht beantwortete Gebete, durch Erwartungen, die wir hatten, dass unsere Liebe zu dir erkaltet ist, dann vergib uns bitte. Vergib uns bitte und lass diese Liebe zu dir wieder neu entfachen. Ja, wir wollen dir auch wirklich unser Ich liebe dich zurufen, zusagen, Herr. Wie Petrus es tat. Jesus, du hast alles gegeben auf Golgatha. Darum wollen wir dir auch unser Leben geben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Gib uns immer wieder Gnade, dass unser Feuer entfacht wird durch das Gebet, die Kommunikation mit dir, dass das Beten nicht für uns eine Last ist oder ein Muss ist, sondern dass das Gebet mit dir ein Darf ist. Ein zu dir kommen dürfen, mit dir reden dürfen. Und dieses Gebet genießen lernen mit dir, die Gemeinschaft mit dir, deine Gegenwart, deine Herrlichkeit, deine Schönheit. Lass sie uns erleben. Heiliger Geist, hilf uns dabei, in die Tiefe der Gottheit hineinzukommen und dich besser begreifen und verstehen zu lernen. Und dich besser erfahren zu können und dir mehr vertrauen zu können. So entfache das Feuer der ersten Liebe in all unseren Herzen. Gib uns ein neues Brennen, gib uns eine neue Leidenschaft, auch für das Evangelium einzustehen.
die frohe Botschaft an die Menschen weiterzugeben, uns nicht mehr zu schämen für das Evangelium. Und ich will uns heute fragen, willst du ganz neu die Entscheidung treffen? Ich schäme mich für das Evangelium nicht mehr. Dann heb wiederum deine Hand. Halleluja. Gott schenkt dir das Wollen und das Gelingen. Wo du vorher deinen Mund gehalten hast, wirst du ihn jetzt aufmachen, weil der Herr dir neue Kraft schenkt. Der Herr schenkt dir eine neue Bereitschaft, auch dein Zeugnis weiterzugeben, was der Herr Gutes an dir getan hat. Vater, so segne jeden Zuhörer in dem wunderbaren Namen Jesus und schenke uns eine neue Leidenschaft für dich. In Jesu kostbaren Namen. Amen. Gott ist gut.